der Tscheche, der so viel Lob bekommen hat für seine Wettkampfregulierung am letzten Sonntag im Wind von Willingen. Jetzt kommt der Halvor Egner Granulyt, noch 138,5 jetzt, um hier die Spitze zu übernehmen. Wieder solide weggekommen und er scheint ja dann auch überhaupt keine Probleme in der Luft zu bekommen. Bleibt wieder super ruhig, fliegt das Ding konzentriert zu Ende und natürlich in Führung hier. Der Norweger ist zurzeit das Maß aller Dinge, 140,5 Meter. Ja, da kann man nur schwärmen. So schnell ist er in der Fluglage. Er hat das Gefühl, er müsste die Kraft aufwenden, um aus diesem optimalen Flügel ausbrechen zu können. Es saugt ihn regelrecht hinein. Und es ist schon beim Zuschauen, kann man sich vorstellen, was das für ein Genuss sein muss in dieser Hochform, die man dann, wenn man nicht mehr in Form ist, nicht reproduzieren kann. Aber so zu fliegen, gratuliere. Ja, und er hat ihn wieder gewonnen, diesen Durchgang, wie die letzten Durchgänge, die Vergleiche mit der Konkurrenz in Serie. Das letzte Mal, dass er einen solchen Vergleich. Halvor Egner Granerüt jetzt aber als letzter wieder dran. Diesmal keine Anlaufverkürzung durch den Trainer. Das reicht auch so, diese 135 Meter hat er drauf. Und dann wird sein 9. Saisonsieg in diesem Winter werden. Und zwar mit Riesenvorsprung wieder. Super gelandet. An ihm kommt einfach keiner vorbei. Halvor Egner Granulyt im gelben Trikot, das behält er natürlich auch noch an diesem Wochenende. 141,5 Meter, er gewinnt schon wieder hier in Klingenthal. Sein 3. Sieg jetzt schon wieder in Serie, 9 sind es insgesamt. Der beste norwegische Skispringer, den es in dieser Hinsicht jemals gegeben hat. Hohe Bewegungsgeschwindigkeit, guter Absprungimpuls und sofort das Flugsystem, so wie man das von Kobayashi gekannt haben in seiner ersten dominanten Saison. Und jetzt passt er besser auf als in Lahti, wo er da gestürzt ist, wo er auch zu hoch war. Was heißt Hut ab auf Norwegisch? Ich weiß es leider nicht. Jedenfalls großartige Leistung. Bravo, Stöckl. Bist ein wirklich ein guter Trainer. Hat ein Meisterteam zusammen. 11 Siege sind es jetzt. Bislang der Rekord der Norweger, was die Saisonsiege angeht. Bei 13 steht er. Ist schon anderthalb Jahrzehnte her. Sagenhaft. Mit welcher Abgeklärtheit dann, auch mit kleinen technischen Mängeln noch, er dann diese Riesensprünge rausholt. Immerhin hat er heute bei der Weite mal seinen Meister gefunden. Da war Borpa Lucic einen Meter besser, aber eben mit mehr Anlauf auch. Und auch sonst.